Hallo im Küchengarten. Heute möchte ich euch einen schnellen Tipp geben, wie ihr eure alte Topferde kostengünstig aufwerten könnt zu hochwertiger, nährstoffreicher Erde für nächstes Jahr. Und zwar habe ich all meine alte, gebrauchte Topferde von diesem Jahr im Herbst gesammelt in einem separaten Komposter, zum Beispiel die Erde, die ich in den Töpfen meiner Süßkartoffeln hatte oder meiner Kartoffeltürme. Dann hatte ich auch noch viele Paprikapflanzen in Töpfen. Und diese Erde habe ich gesammelt und möchte sie nun während dem Winter aufwerten mit Nährstoffen, um sie im nächsten Jahr wiederverwenden zu können. So erspare ich mir nächstes Jahr tonnenweise Säcke an Blumen- oder Gemüseerde zu kaufen. Wie gehe ich denn dabei vor? Und zwar sammle ich meine Küchenabfälle möglichst klein geschnitten und fermentiere diese mit effektiven Mikroorganismen zum sogenannten Bokashi. Der steht hier bei mir im Keller in einem sogenannten Bokashi-Eimer, der das ganze organische Material luftdicht verschließt. So schaut das Ganze dann aus. Der ist auch schon wieder recht gut gefüllt. Hier kommen dann meine Küchenabfälle drauf. Wichtig ist, dass man die dann immer gut zusammendrückt, damit man möglichst die Luft rauspresst. Dann spreche ich das Ganze gut mit meinen effektiven Mikroorganismen ein. Und gebe zusätzlich Holzasche drüber, Holzkohle. Die reichert das Ganze noch mit Mineralstoffen an und die zusätzlich als Wasserspeicher. Dann wird das Ganze wieder gut verschlossen. Und darf nun hier weiter reifen. Bis der ganze Kübel voll ist, dann lässt man noch 2 Wochen stehen und dann ist der Bokashi fertig. Während des ganzen Gärungsprozesses entsteht hier drin natürlich Flüssigkeit, die kann man hier unten über dieses Ventil ablassen und als Dünger verwenden. Für meine Zimmerpflanzen mache ich das nicht sehr gerne, weil es doch sehr stark riecht. Im Sommer verwende ich es gerne zum Düngen draußen im Garten. Ich habe da 2 Kübeln. Immer wenn einer voll ist, muss ich ihn ja noch 2 Wochen reifen lassen und dann kann ich den anderen Kübel schon starten zu befüllen. Dieser eine Kübel ist jetzt voll und jetzt möchte ich euch zeigen, was ich mit dem weitermache. Hier in New Bedland ist also mein Komposter, den ich für meine alte Topfkübelerde verwendet habe. Der ist eigentlich gut gefüllt aufgrund meiner Kartoffeltürme. Da war recht viel Erde
ist recht viel Erde zur Verfügung gestanden. Und hier kommt jetzt mein Bokashi hinein. Den werde ich schön untergraben und hier drinnen kann er dann vererden, sich mit der Erde verbinden. Das Ganze wird gut durchgemischt und nachher habe ich eine wunderbare, humusreiche, neue Pflanzerde. So, die erste Schicht ist hier schon drinnen. Hier seht ihr auch, wie der Bokashi innen drinnen ausschaut. Der riecht jetzt ganz säuerlich. Das Ganze hat schon gut angefangen zu vergehren. Und jetzt werde ich zuerst mal hier noch die Flüssigkeit rauslassen, die ich hier drin gelassen habe. Die Bokashi-Flüssigkeit, die darf jetzt auch hier rein. Handschuhe bei dieser Arbeit nicht vergessen, weil wenn euch etwas von diesem Bokashi oder der Flüssigkeit auf die Finger tropft, dann ist es nur schwer wieder wegzubekommen. So, und jetzt kommen die nächsten Schichten des Eimers hier rein. Da könnt ihr wirklich schon sehen, wie toll sich hier das organische Material schon zersetzt hat. Es ist wirklich schon in einem tollen Zustand. Und jetzt werde ich es untermischen. Erstens, damit es nicht so stinkt. Und zweitens, damit es schön weiter vererden kann. Natürlich freuen sich die Kleinstlebewesen, die Bodenlebewesen, die Regenwürmer, die Käfer, die mikroskopisch kleinsten Lebewesen wahnsinnig über dieses Geschenk an organischem Material, gerade jetzt auch im Herbst und Winter. Der Bokashi braucht circa 4 bis 6 Wochen, bis er vererdet ist und ich betreibe das jetzt den ganzen Winter hindurch. Wir bekommen sicher 4 bis 5 Kübel Bokashi in dieser Wintersaison zusammen. Und das ist für so einen Turm an alter Topferde herrlich. Das reicht genau aus, dass ich es dann in der nächsten Saison wieder verwenden kann. Den Eimer spüle ich natürlich hier draußen im Garten gleich mal grob aus, damit ich den Geruch und die Reste, die da noch drinnen sind, nicht im Haus drinnen habe. Und drinnen werde ich ihn dann noch gründlich abwaschen. Wenn ich nur eine kleine Menge an Küchenabfällen habe, dann sammle ich die in einem separaten Behälter, gut verschlossen in meinem Kühlschrank. Und wenn dieser Behälter voll ist, dann bringe ich ihn hinunter zum Bokashi-Eimer. Wenn ihr noch Fragen zu meiner Aufwertung der alten Topferde mittels Bokashi habt, dann hinterlasst mir die doch gerne unten in den Kommentaren. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen bei meinem wöchentlichen Mittwochsvideo. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da oder sogar ein Abo für meinen Kanal. Ich sende euch ganz liebe Grüße aus meinem verschneiten Küchengarten, wünsche euch noch eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Mal.